Hey, Hubix, jetzt zu einer weiteren Folge von DS4. Ja, wir sind jetzt im zweiten Durchgang und ja, weiter geht's heute. Denn der erste Durchgang war ja noch nicht knapp genug hier in Garmisch. Und wir starten mit doch erstmal ein bisschen gemütlich und dann geht's dann halt schon zur Sache. Die ersten drei, vier werden da ein paar Probleme haben, vielleicht weiter nach vorne zu kommen. Aber danach wird es schnell gehen und wir starten den ersten Durch mit dem zweiten Durchgang natürlich mit Roman Kudelka. Der hier super Bedingungen hat für einen guten Sprung. Und er setzt es mal 1 zu 1 um. 135,5 Meter. Vielleicht schaut er dann doch noch eine halbwegs gute Weite raus. Eine Verbesserung natürlich. Jetzt haben wir Johann Andre Vorfang erstmal hier. Der doch jetzt auch mal 132, 133 Meter braucht, um sich vor Kudelka zu stürzen. Obwohl er vorher 5 Punkte Vorsprung hatte. Aber er schafft es. 135,5. Exakt gleiche Weite sogar. Und da setzt er sich vor Kudelka. Wieder fast gleich viel Punkte. Wie auch immer, weiter geht's mit Ante Semenic. Ja, das war nix. Er nimmt einen Punkt immerhin mit. 126,5. Das war nix. Er nimmt immerhin einen Punkt mit. Wie gesagt, es kann nicht alle drei Sprünge auf einem Wochenende gut laufen. Robert Johansson. Dasselbe gilt auch für ihn, da er voll die Skier ins Gesicht bekommen hat. Aber hat sich noch gut recovered, immerhin vor Semenic noch. Mehr zu erwarten war zum Beispiel von Andreas Wank. Auch er hier Probleme mit dem Absprung. Wird sich auch nicht verbessern. 128,5, immerhin der vorletzte Rang noch immer. Direkt darauf gibt es gleich Wladimir Zografski Action. Und die Nummern heute sind auch nicht die, die im Weltcup entsprechen, sondern denen die Qualifikationen entsprechen. Und Zografski hat hier schon mal die Topweite rausgehauen. 138 Meter. Das kann dann doch nach vorne gehen. Das wird interessant. Schauen wir mal, wo er so hinkommt. Weil es entspringt ungefähr den 7. Rang von Maciej Kot. Also das wird noch interessant, wo der hinkommen könnte. Martin Nomme. Also wenn man natürlich Rang 7 mal 2 rechnet. So. Nomme mit einem Sprung auf 132 ist im Moment ein solider dritter Rang. Ja. War gut. Der nächste ist jetzt Manuel Fettner. Er war 133,5 Meter weit im ersten Durchgang. Mal schauen, ob es hier jetzt verbessern kann oder nicht. 133, ganz okay, Rang 3. Hätte fast sogar eine Verbesserung gegeben. Ah, fast sogar Rang 2 gegeben. Aber ja, so ist es halt. Jetzt Robert Kranjec, der auch im Weltcup gut liegt. Auch einen guten Schwung hinlegt. 136 Meter, aber er kann bei Weitem nicht die Führung übernehmen. Da ist er 3,2 Punkte hinter Zografski noch immer. Also Zografski, der hat sich gut recovered hier im zweiten Durchgang. Mal schauen, wie weit nach vorne es für ihn geht. Michael Heiberg, der macht zum ersten Mal hier Punkte in diesem Weltcup. Auch wenn es nicht viel sein werden. Immerhin Rang 5. Wird ein paar Pünktchen machen und schreibt zumindest jetzt mal an. Ja, Gregor Schlierenzer wird wohl oder übel heute seine Weltcup-Führung verlieren. Wenn er jetzt hier nicht einen Traumsprung raushaut. Ne. Die wird er heute abgeben müssen. Er wird natürlich in den Top 10 bleiben, aber der wird er hier heute hier und heute abgeben müssen. Aber es ist im Moment Rang 3 immerhin, aber die ersten zwei holt im Moment keiner ein. Jakob Mete. Mal schauen, was er so schafft. Auch er ein bisschen spät am Absprung. 132 Meter, Rang 3 wiederum. Wie gesagt, die ersten beiden kommen im Moment keiner. Die hatten einen super Sprung. Daiki Ito jetzt. So, jetzt kommen schon die ganzen 135er schon langsam. Da kommt aber keiner ran mit dem Wind. 131,5 Meter, das ist Rang 4 wiederum. Anders Fannemel jetzt. Er war auf Rang 17 nach dem ersten Durchgang. Auch er ganz okay. Der wird wahrscheinlich wieder für Rang 3 reichen. So ist es auch, aber der ist jetzt genau zwischen Rang 2 und 4. So, sei es draußen.
Clemens Aigner. Ja, der muss jetzt auch einen Megasprung haben, dass der da Rang 2 angreifen könnte. Schauen wir mal. War knapp dran an einem Megasprung, aber geht sich dann doch nicht aus. Rang 3, nur 0,1 Punkte sogar hinter Kranjec. Also, da hätte es doch passieren können, wenn die Noten ein bisschen besser geworden. Alex Insam, jetzt 135 Meter und super Noten sollten eigentlich im Moment reichen für Rang 2. Ja, für Rang 1 braucht man dann doch 137 fast oder 136. Also schon gigantisch hier. Rang 10 für Alex Insam, der fällt jetzt hier ein bisschen zurück. Sprengt hier so ein bisschen das Österreicher Sandwich. Alles geht schon klar. Jori Tepesch jetzt, war auf Rang 14 nach dem ersten Durchgang. Ist, glaube ich, eventuell sogar seine beste Saisonplatzierung bisher. Und er springt hier mit 134,5 Meter und eben den guten Noten auf Rang 2. Ist aber ex-equo mit Robert Kranjec. Markus Eisenbichler jetzt. Kann er angreifen? Ne, da fehlt die Höhe. Da fehlt einfach alles in dem Sprung. Und er fällt damit zurück auf Rang 15, 127,5 nur. Ja, ein paar Pünktchen bleiben ihm übrig. Aber es sind ja noch vier Deutsche oben. William Rhodes jetzt. Gelingt ihm heute der Sprung in die Top 10. Es war auf jeden Fall ein guter Angriff. 136 Meter. Das reicht sogar für die Führung. 0,1 Punkte vor Wladimir Zografski. Und damit ist William Rhodes auf dem besten Wege, wieder in die Top 10 zu kommen. Oder überhaupt in die Top 10 zu kommen. Simon Ammann schon in der Luft. 134,5 Meter, ist Rang 6. Gute Leistung. Aber schauen wir mal, was hier noch mehr geht. Noyaki Kasai hat auch geführt, die Gesamtwertung. Aber der fällt sogar hinter Schlierzau wahrscheinlich zurück mit dem Sprung. Also wieder ein komplett verpatztes Wochenende, wo es so gut ausgesehen hat für ihn. Mann, Mann, Mann. Er war jetzt zweimal nicht im zweiten Durchgang, hat das erste Springen gewonnen. Dann war er, glaube ich, knapp Vierter oder so. Dann hat er nochmal 10 Punkte eingesackt und dann war er nie mehr qualifiziert. Und heute macht er wieder nur einen Punkt, wie es im Moment ausschaut. Oder zwei. Wow. Damit bleibt Schlierzau auf jeden Fall mal vor Kasai. Aber da waren ja mehrere sehr, sehr knapp zusammen. Also ich glaube nicht, dass Schlierzau vorne bleibt heute. Ryoyo Kobayashi jetzt. Ja. Da bleibt er, wo er ist. 132,5, Rang 8. Ja, fällt zurück natürlich damit in der Gesamtwertung. Aber ja. Ungefähr Mittelfeld, das passt schon viel. Manuel Poppinger. Hat euch heute auch eine Chance, weiter nach vorne zu kommen. Hat es aber auch nicht wahrgenommen. Rang 18 nur. Fällt damit auch zurück. Also der die größten Chancen im Moment hat, die Weltcupführung zu übernehmen, ist William Rhodes und Wladimir Zografski. Auch Kranjec sind, glaube ich, in den Top 10. Aber ist ja auch noch Damian oben, der auch Erster war. Er hat alles in seinen Händen. Guten Wind. Schauen wir mal. Damian liegt gut in der Luft. Kommt gut runter. 134 Meter. Das ist Rang 6 im Moment. Also er ist nicht ganz vorne. Aber er ist mit dabei. Aber mal schauen, wie viele sich noch dazwischen drängen. Denn es sind noch 6 Leute oben. Davon 4 Deutsche. Maciek Hot. Dann kommt die deutsche Flut. Rang 3, 135 Meter, Rang 3. Und jetzt kommen erstmal 3 Deutsche. Angefangen von Richard Freitag, der jetzt doch eher schlechte Bedingungen hat wieder. Aber schauen wir mal, ob es 435 Meter reicht. Es ist möglich bei solchen Bedingungen, wir haben es schon gesehen heute. 133 ist immerhin noch ein starker 10. Platz. Da fehlen doch ein paar Punkte, aber ist immerhin noch 10. geblieben. Weiter geht's mit Karl Geiger, der ähnliche Bedingungen auffindet. Der Wind bräuchte noch ein bisschen drehen. Ja, Geiger kommt ran und nimmt Rang 3 ein. Er kommt zumindest schon mal aufs Podium. 3 sind aber noch oben. Das heißt, ein Deutscher ist mal mindestens am Podest.
Heißt es das? Nein, heißt es nicht. Egal. Andreas Wellinger jetzt. Bedingungen sind gut. Absprung war nicht so der Mega-Burner. Aber er reiht sich vielleicht auch gut ein. Ja, Rang 5. Reicht aber trotzdem nicht für eine Podiumsbewerbung, Bewertung, wie auch immer. Platzierung, meine Güte. Ich kann schon wieder nicht reden. Kilian Payer. Auch er hat schlechte Bedingungen, aber schauen wir mal. Mit einem guten Sprung ist es möglich. Auch er kommt nicht ran. Rang 5. Rang 5 hier. So, William Rhodes und Wladimir Zografski schon mal fix am Podium. Aber was macht David Siegel? Schauen wir mal, was David Siegel macht. Der Wind ist nicht in seinem Ermessen. Aber es kann nur besser werden. David Siegel, es war ein guter Sprung. 135 Meter und das ist der Sieg für David Siegel vor William Rhodes und Wladimir Zografski. Ja, da haben die vier Deutschen und im Top 5 doch einen Sieger hervorgebracht. Und Zografski springt von Rang 24 auf Rang 3. Also meine Güte, das war ein super Sprung und das war total verdient dadurch. Und jetzt schauen wir uns eben diese drei Sprünge nochmal an. Von Wladimir Zografski inbegriffen über William Rhodes bis zu David Siegel. So, hier sieht man nochmal den zweiten Sprung der Podestplatzierten. Angefangen mit Wladimir Zografski, der einen Riesensatz nach vorne gemacht hat mit seinen 138 Metern. Sprang er von Rang 25 auf Rang 3. Dann zweiter war William Rhodes, der sich auch extrem verbesserte, nämlich von Rang 12 auf Rang 2 mit 136 Meter, die schon hier etwas Besonderes waren, auch im zweiten Durchgang. Und zu guter Letzt haben wir David Siegel, der dann noch seinen Vorsprung mit 135 Meter vom ersten Durchgang in das Trockene bringt und hier und heute gewinnt. Ja gut, das waren die besten drei. Und jetzt schauen wir, was uns noch heiß interessiert in die Welt, in den Weltcup-Gesamtstand, denn da könnte sich einiges geändert haben. So ist es auch. Wladimir Zografski führt jetzt die Weltcup-Liste an, die Gesamtwertung, meine Güte, und er ist der Erste, der zwei Podestplätze hat diese Saison. Und deswegen ist es auch mehr als verdient. Er führt 14 Punkte vor Jerne Damian, danach kommt Anders Fannemehl. Viertes Gregor Schlierenzau, fünfter Noriaki Kasai, sechster Robert Kranitz, William Rhodes jetzt auf Rang 7, Poppinger auf 8, Siegel auf 9 mit dem Sieg und 10. Waller. Knapp dahinter sind, und Waller ist der Letzte sogar in den Top 10, der noch keine Podestplatzierung hat. Also der ist eher konstant diese Saison. Vorfang, Ganges auch, die noch quasi vor Podestplätzleuten sind. Ja, so sieht es also aus in der Gesamtwertung. Interesting, interesting. Wie viele haben noch keine Punkte jetzt? Drei Leute haben jetzt noch keine Punkte. Welche Colorado Sintima und Seo Choi sind. Und Colorado ist hier, glaube ich, nur im Lucky Loser halt quasi ausgeschieden. Aber sie hat also auch Punkte machen können. Semenic hat einen Punkt und dann noch ein paar, die ein paar Punkte haben. Ja, 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 so schaut's aus hier im Gesamtweltcup. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann, ich glaube, morgen gleich direkt wieder oder in einen Tag Pause. Ich weiß es noch nicht, wie ich das mache dieses Jahr. Entweder morgen oder übermorgen dann in Bischofshofen. Und bis dahin springt schon brav weiter.